Und damit herzlich willkommen zurück und allen euch da draußen noch ein frohes neues Jahr. Wir sind zurück hier im wunderbaren Dämmerstern, wo die Leute immer noch an ihren Albträumen leiden. Ich muss die Augen offen halten. Und diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Ja, immer mit der Ruhe. Und ich würde sagen, wir gehen als allererstes jetzt mal in die Taverne, denn das ist immer ein guter Anlaufpunkt für Quests und neue Geschichten und Gerüchte. Willkommen. Sag Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Hübsche Taverne. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Das ist toll für dich. Braucht ihr ein Zimmer? Keine Sorge. Reisende scheinen keine Albträume zu bekommen. Gut zu wissen. Irgendwelche Gerüchte in letzter Zeit gehört? Jeder in der Stadt kennt die schwarze Tür und weiß, dass man sich nicht in ihre Nähe begibt. Die schwarze Tür? Was ist denn die schwarze Tür? Naja, ich suche außerdem nach Arbeit. Irgendeine Ahnung, wo ich da was finden könnte? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Ein Beutebrief, na super. Töte den Riesen, das ist endlich mal was anderes, endlich mal kein Drache. Aber es ist auch schon reichlich spät. Also können wir auch mal ein Zimmer nehmen, wir sind ja schon genug gereist heute und uns erstmal eine Runde aufs Ohr hauen, würde ich sagen. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Vielen Dank. Ich zeige euch euer Zimmer. Perfekt. Dann geh mal vor, Meister. Schöne Taverne, wirklich schöne Taverne. Ja? Nix. Jetzt trommelt die auch noch. Die ist ja richtig einfallsreich, die Frau. Carita. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Alles klar. Im Moment nicht, vielen Dank. Aber da ist ein Schrein, richtig? Tatsache. Der Schrein von Stender. So, dass man die ganze Nacht einen wundervollen... Nein. Hallo Lydia. Wer bist denn du eigentlich, gute Frau? Ich beneide euch, Reisende. Wer nicht von hier ist, dem können die Träume nichts anhaben. Du arbeitest den ganzen Tag hier? Ja. Seit vor ein paar Wintern meine Mutter gestorben ist. Ich spiele Lieder und helfe mit den Getränken, wenn ich Zeit habe. Tut mir leid um deine Mutter. Wo hast du das Spielen gelernt? Das hat mich meine Mutter gelehrt. Sie war ein Barde von der Akademie in Einsamkeit. Davon habe ich schon gehört. Ich habe gehört, dass dort die meisten Bewerber angenommen werden, falls ihr Interesse habt. Da werde ich auf jeden Fall noch vorbeischauen. Ich glaube, das ist sogar gar nicht weit von hier. Mhm. Aha. Na denn. Und wer bist du, unheimlicher Zeitgenosse? Was beunruhigt euch, mein Sohn? Dein Gesicht, wenn ich ehrlich bin. Um genau zu sein, deine Augen. Ihr braucht etwas? Nee. Was ist hier nur mit allen los? Die gesamte Stadt wird von schrecklichen Albträumen heimgesucht. Die Leute sind in großer Gefahr, aber ich fürchte, ich kann nur wenig dagegen tun. Ist das so? Was kann man überhaupt dagegen tun? Ich meine, Träume sind ja nun mal nicht die Wirklichkeit. Diese Träume wurden von der dädrischen Fürstin Vermina erschaffen. Sie hat ein unstillbares Verlangen nach unseren Erinnerungen. Dafür hinterlässt sie uns Albträume, ähnlich wie ein Husten, der das Symptom einer schweren Krankheit sein kann. Ich muss ihren Einfluss auf diese Leute beenden, bevor dauerhafter Schaden entsteht. Du hast erstaunlich viel Ahnung davon. Wie lautet denn dein Plan? Ich muss zur Quelle des Problems zurückkehren, zum Tempel des Nachtrufers. Zurückkehren? Vielleicht möchtet ihr mir dabei helfen. Huch, wer rammt mich denn jetzt hier weg? Hallo? Was sollte das denn jetzt? Was meinst du genau mit zurückkehren? Das heißt ja, du bist schon mal da gewesen, richtig? Ich habe schon zu viel gesagt. Wenn uns jemand belauscht, könnte es eine Panik geben. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich bitte euch einfach, mir zu vertrauen und mir dabei zu helfen, die Albträume in Dämmerstern zu beenden. Na klar! Ich vertraue dem Elf, dem Dunkelelf, mit der unfassbar vertrauensseligen Stimme und den roten Augen, wenn er mir sagt, dass er zur Quelle des Problems zurückkehren will. Nicht so richtig. Du hast doch was zu verbergen, Typ. Eure Bedenken sind verständlich. Vertrauen ist in letzter Zeit rar gesät. Ich kann euch nur mein Wort als Priester von Mara geben, dass meine Absichten ehrenhaft sind. Mara? Die Göttin der Liebe?
So siehst du aus. Na gut, aber ich bin jetzt zu neugierig. Also, komm. Wie kann ich dir helfen? Wunderbar. Lady Mara wird sehr erfreut sein. Ja, vielleicht auch die Vermina. Der Tempel des Nachtrufers ist nur einen kurzen Fußmarsch von Dämmerstern entfernt. Los, wir müssen uns beeilen. Wer ist denn diese Daedra-Fürstin eigentlich? Vermina hält sich in einem seltsamen Reich namens Fen auf. In einem albtraumhaften Land, in dem Realität sich auf unmögliche Arten verändert. Von ihrer Zitadelle im Zentrum aus sammelt sie unsere Erinnerungen und lässt nichts als Visionen von Schrecken und Verzweiflung zurück. Mhm. Und was macht ihr dann mit den ganzen Erinnerungen? Wer weiß das schon? Vielleicht sammelt sie sie für eine Ausstellung in irgendeiner seltsamen Kunstgalerie. Wie auch immer, ihre Absichten sind alles andere als gut. Klingt zumindest so. Na dann. Ja, du gehst schon mal vor und ich gehe aber erstmal eine Runde pennen, denn das habe ich mir jetzt auch, du kannst ja so lange da warten. Ich leg mich erst noch eine Runde aufs Ohr. Oh, wunderbar. Eine Mütze Schlaf. So. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Typ noch da ist. Ah, die Sonne steht auf jeden Fall am Himmel, das ist schon mal gut. Guten Morgen, Lydia. Die spielt immer noch, die hat ja Ausdauer. Und der Typ, ja, perfekt. Dann geh mal vor, Erandur. Ich, bin wirklich mal sehr gespannt, wo der Typ mit der komischen Stimme und den roten Augen mich jetzt hinführen möchte. Oh, es schneit immer noch. Na toll. Was ist das eigentlich für ein Schnarchen hier? Bist du das, komische Ratte? Naja, folgen egal. Dir. Hier entlang. Ja, ich folge dir. Schicker Mantel. Geht voran. Ich erkenne eine Diebesgildenrüstung schon von Weitem. Mich könnt ihr nicht täuschen. Tja. Es ist schön, diesen Leuten endlich helfen zu können. Ihre Leiden hilflos mit ansehen zu müssen, war eine schwierige Sache. Ja, glaube ich. Der Turm auf diesem Berg ist unser Ziel. Die Leute hier nennen ihn den Turm der Dämmerung. Ich bin mit der Geschichte des Turms nicht vertraut. Aber bevor darin der Tempel des Nachtrufers errichtet wurde, stand er lange Zeit leer. Als der Tempel noch genutzt wurde, haben die Priester sich nur selten in Dämmerstern blicken lassen. Sie zogen ein abgeschiedenes Leben vor. Der Tempel ist jetzt seit Jahrzehnten verlassen. Seltsam, oder? Eine Ruine in einer Ruine. Ja, schon seltsam. In der Eingangshalle des Turms habe ich einen kleinen Schrein für Mara errichtet. Ich hoffte, von ihr geistliche Führung zu erhalten. Vielleicht wurden meine Gebete erhört und euer Besuch von Dämmerstern ist mehr als bloßer Zufall. Vielleicht bist du auch nur ein unglaublicher Schwätzer und hast da einen Bannkreis auf den Boden gezogen und hetzt mir jetzt einen Dämon auf den Hals. Dämon, 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 wie auch immer. Ein fieses Vieh, was mich killen soll. Schade, dass das Wetter so scheiße ist. Von hier oben hat man bestimmt eine ganz gute Aussicht. Lydia? Ha, folgt uns. Alles klar. Boah, diese Schneeverwehungen sehen auch echt geil aus. Hier zieht's aber jetzt. Oh, es ist übrigens super nervig, dass wenn die Leute gehen und man auch geht, man immer langsamer ist, aber wenn die Leute rennen und man rennt hinterher, ist man immer schneller. Aha, das ist echt, deshalb muss ich zwischendurch immer rennen und dann wieder gehen. Der Typ hätte auch mal ruhig laufen können, finde ich, ne? Naja, wir sind ja gleich schon da. Schätzungsweise.
So lege er einen Schritt zu, auf dass wir irgendwann heute noch ankommen. Meine Güte. Du klimperst ganz schön, Lydia. Naja, hast ja auch eine schicke Zwergenrüstung. Also nee, eine schicke, was auch immer das für eine Rüstung ist, aber einen schicken Zwergenhelm und Zwergenhandschuhe an. Oh, Eisgeister. Wo ist denn mein Schild hin? Schild. Da. Na komm her, du scheiß Eisgeist. Ja, das ging schnell. Wow, das ist der nächste. Stirb. Yes. Boah, krass. Ob da wieder Zähne dabei sind? Juhu. Ja, ich bin da. Kann's weitergehen. Allein schon diese zerfetzten Fahnen da. Da ist noch einer. Mist, daneben. Weg mit dir. Gut. Dann sind wir ja jetzt endlich da. Sieht schon so ein bisschen unheimlich aus, vor allen Dingen bei dem Wetter. Und dann noch mit diesem Typen dabei. Vielleicht bin ich auch einfach zu vorsichtig geworden. Bevor wir eintreten, muss ich euch vor den dort lauernden Gefahren warnen. Vor Jahren wurde dieser Tempel von einer Gruppe von Orks auf der Suche nach Rache überfallen. Sie wurden wie die Bewohner von Dämmerstern von Albträumen heimgesucht. Woher weißt du das nur alles? Bevor wir eintreten, muss ich euch vor den dort lauernden Gefahren warnen. Hast du doch gerade schon. Vor Jahren wurde dieser Tempel von einer Gruppe von Orks auf der Suche nach Rache überfallen. Sie wurden wie die Bewohner von Dämmerstern von Albträumen heimgesucht. Ja, warum erzählst du mir das denn zweimal? Hatten sie denn Erfolg? Nein, da sie wussten, dass sie die Orks nie besiegen konnten, setzten die Priester von Vermina das Miasma frei, das alle in Schlaf versetzte. Und warum ist es dann jetzt da drin gefährlich, wenn die alle sowieso pennen? Ich befürchte, dass das Miasma nach dem Öffnen dieses Ortes entweicht und sowohl Orks als auch Priester aufwachen lässt. Alles klar. Und was genau bewirkt dieses Miasma? Die Priester von Vermina haben das Miasma für ihre Rituale erschaffen. Es ist ein Gas, das den, der es einatmet, in einen tiefen Schlaf versetzt. Sagtest du ja schon. Da die Rituale Monate oder sogar Jahre dauerten, sollte das Miasma den Alterungsprozess verlangsamen. Und ist das irgendwie sonst noch gefährlich oder so? Ja, leider. Je länger man dem Miasma ausgesetzt ist, desto mehr Schaden kann der Geist nehmen. Ist eine super Idee. Jene, die lange Zeit unter seinem Einfluss standen, haben ihren Verstand vollkommen verloren. Manche sind niemals wieder aufgewacht. Okay, gehen wir rein. Wenn wir drinnen sind, wird sich alles aufklären. Das will ich doch mal hoffen. Du gehst vor. Leute, Leute, was uns hier wohl erwartet? Jetzt spannt er mich auch noch auf die Folter hier. Los, geh vor, Typ. Das Geräusch hört sich schon mal nicht so geil an, finde ich. Talos Fehler. Habe ich das hier geöffnet? Ja, bitte, tu dir keinen Zwang an. Kaiserliche Botschafterin im Alt-Meribund, aha.
abfahren. Cool. Nun kann ich euch die Quelle der Albträume zeigen. Hier drüben. Alles klar. Ja, das sieht durchaus nicht ganz so nett aus. Der Schädel der Korruption. Die Quelle allen Leids und Dämmerstern. Wir müssen ins Allerheiligste vordringen und ihn zerstören. Kommt, wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Schädel der Korruption klingt irgendwie nach FIFA. Irgendwie traue ich diesem Typen noch nicht so ganz. Boah. Okay. Was? Wer bist denn du? Ein Ork. Ja, das war Teamwork, würde ich sagen. Gold. Torch. Sag mal, wo ist eigentlich Lydia abgeblieben? Ist die draußen geblieben? Verdammt! Die Priester müssen diese Barriere bei der Freisetzung des Miasmas aktiviert haben. Sieht nicht so aus, als käme man da so einfach durch. Sogar unmöglich. Ich frage mich... Ja? Es gibt vielleicht einen Weg, die Barriere zu umgehen, aber ich muss mich in ihrer Bibliothek vergewissern, dass das möglich ist. Du weißt eine ganz schöne Menge über den Ort hier. Es bringt wohl nichts, die Wahrheit länger zu verbergen. Ja, ich hab's doch gewusst. Mein Wissen über diesen Tempel entstammt persönlicher Erfahrung. Ich war ein Priester von Vermina. Wahr klingt schon mal gut, aber irgendwie glaube ich dir nicht so ganz. Du hättest mir lieber von Anfang an die Wahrheit sagen sollen, Keule. Ja, ihr habt recht. Das hätte ich tun sollen. Aber mir fehlten die Worte. Als die Orks den Tempel plünderten, floh ich. Ich ließ meine Brüder und Schwestern hier sterben. In Nett. Den letzten Jahrzehnten habe ich es immer wieder bedauert und Erlösung von Mara erbeten. Und durch ihre Güte werde ich meine Missetaten wieder gut machen. Klingt nobel. Na gut, weiter geht's. Ich habe noch meinen Schlüssel für die Bibliothek. Wenn ihr bereit seid, können wir weitermachen. Ja. Wie kann übrigens ein Totenschädel Einfluss auf Dämmerstern ausüben? Man sagt, dass der Schädel der Korruption ein ständiges Verlangen nach den Erinnerungen anderer hat. Der Schädel hatte schon so lange keinen Kontakt mehr zur Außenwelt, dass er womöglich die Fähigkeit entwickelt hat, selbst auf Erinnerungsfang zu gehen. Was er mit den Erinnerungen macht, darüber streiten sich Gelehrte und Historiker bis zum heutigen Tage. Mhm. Na dann, weiter geht's, komm. Wir dürfen nicht zögern. Wir müssen den Schädel so schnell wie möglich zerstören. Dann gehe er vor. Dass der Typ immer so langsam latschen muss. Es ist gleich hier oben. Ja, nach dir. Seid vorsichtig. Wir werden dort drinnen bestimmt weitere Erwachte finden. Alles klar, dafür habe ich eine Axt dabei. Ah, super Dungeon-Musik, by the way. Ja, das ging schnell. Stirb! Erwachter. Heilung. Schuppenschwamm mitnehmen. Was hattest du noch so dabei? Wein. Nee, Gold immer. Variationen der Dädra. Ey, hier liegen Bücher. Die finde ich irgendwie... sehr besorgniserregend. Ich werde erstmal gerade hier so ein
Kerzenschein machen. Diese Bibliothek war eins mit arkanen Werken. Können. Gefüllt. Seht sie euch jetzt an. Fast alles ist verbrannt. Ich hoffe, das Buch, das wir brauchen, ist unbeschädigt. Das hoffe ich auch. Auch wenn ich noch nicht weiß, welches Buch wir brauchen. Aber gut. Du wirst uns das schon gleich sagen. Da steht wieder einer auf. Nein, du bleibst mal schön liegen. Weg mit dir. Liegen bleiben. Und du auch. Direkt wieder hinlegen. Leg dich wieder hin. Stirb. Wo ist der andere? Da hinten. Stirb, Gläubige. Ohne weitere Unterbrechungen könnten wir vielleicht die Informationen finden, die ich benötige. Wonach soll ich Ausschau halten? Wir suchen nach einem Buch mit alchemistischen Rezepten und dem Titel Die Traumreise. Auf dem Einband befindet sich das Abbild Verminas. Es müsste hier irgendwo sein. Alles klar. Wenn ihr die Regale beim Balkon besucht, schaue ich unten nach. Balkon. Das heißt wieder hochgehen. Was ist hier noch? Expertentruhe. Ach, shit. Yes. Gold nehme ich immer gerne. Heilung nehme ich auch. Robe der geringen Verein. Nö. Dann gehe ich mal auf den Balkon gucken. Ich würde sagen, der ist da drüben. Hep. Aber hier waren wir doch schon. Verbranntes Buch, verbranntes Buch. Das war nicht die Traumreise. Ah, wo ist denn hier? Wunderbar, das sieht doch gut aus da. Na, perfekt. Ich hab's gefunden. So. Ja? Bug oder abgestürzt? Bug. Alles klar, dann bin ich aber froh. Erandur, ich hab das Buch, das du suchst. Hep, kürzen wir das Ganze mal ab. Wo ist er denn jetzt hin? Erandur? Hallo? Da steht er. Hier. Ja, mein Sohn? Ich hab's gefunden. Wie kann ich euch helfen? Das Buch. Ich hab's. Lasst mich einen Blick darauf werfen. Mara sei gepriesen. Es gibt einen Weg durch die Barriere ins Allerheiligste. Dazu gehört ein Rezept für eine Flüssigkeit, die als Verminas Torpor bekannt ist. Mhm. Und was genau ist das? Ja, der Torpor verleiht eine Fähigkeit, die die Priester von Vermina Traumreise genannt haben. Man benutzt Träume, um in der realen Welt Entfernungen zu überwinden. Ja, schon klar. Das ist unmöglich. Ich versichere euch, die Traumreise ist in der verminischen Überlieferung wohlbekannt. Ich habe so eine Reise leider noch nie selbst erlebt. Also bin ich jetzt das Versuchskaninchen hier, oder was? Als Priester von Mara hat der Trank keine Wirkung auf mich. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Der Torpor funktioniert nur bei Priestern von Vermina oder Ungläubigen. Aha. Und wo können wir dieses Ding finden, diesen Torpor? Ich glaube, es gibt ein Labor im Ostflügel. Dort müssten wir eine Probe finden. Wie fühlt sich das Ganze dann an? So wie Pilze nehmen? Ihr erlebt die Erinnerungen eines anderen. Doch mit euren Augen und mit eurem Körper. Umstehende werden euch ganz normal wahrnehmen, doch die Worte, die ihr aussprecht, könnten möglicherweise nicht eure eigenen sein. Aufgrund all dieser seltsamen Prinzipien herrscht große Uneinigkeit darüber, ob es sich wirklich um einen Traum oder nur um Verminas Machenschaften handelt.
Das klingt total super. Und wie wache ich dann wieder zur richtigen Zeit auf? Ich werde in eurem Schlummer über euch wachen, um eure Sicherheit zu gewährleisten. Wenn ich sehe, dass etwas nicht stimmt, hole ich euch mit meinen Fähigkeiten zurück. Ansonsten weiß ich nicht genau, wann eure Traumreise enden wird. Vielleicht, wenn Verminas Neugier gestillt ist. Das klingt alles nicht gut. Das Labor grenzt an die Bibliothek an. Ich hoffe, wir finden noch eine intakte Probe des Torpors. Das klingt trotzdem alles nicht gut. Aha! Hätte ich mich doch nie darauf eingelassen. Naja, bisher hat er ja zumindest sein Wort gehalten. Ach und shit, ich habe gar nicht geguckt, ob es diesen Schrein, von dem er gesprochen hat, oben in der Empfangshalle wirklich gegeben hat. Aber naja, egal, er hat mich ja eh schon angelogen. Hier sind doch bestimmt noch mehr, da ist doch schon direkt wieder der Nächste. Stirb! Stirb! Wunderbar. Flusspeitscher. Und Gold, immer wieder gern gesehen. Ganz schön cooler Dungeon hier, auf jeden Fall. Ha, und das sind direkt die Nächsten. Stirb, Ork. Oh, fuck, der ist stark. Stirb, Ork. Stirb. Das sind die anderen, da sind die anderen. Du stirbst auch. Boah. Leg dich jetzt hin. Stirb einfach. Oh. Noch einer. Fuck. Das war ganz schön knapp. Boah. Da muss ich mich mal ganz kurz heilen. Und du kümmerst dich um den noch, ja? Dankeschön. Meine Herren, das war wirklich mal knapp. Wo ist denn mein Schwert jetzt hin? Mein Schwert ist weg. Schwert, meine Axt. Na toll. Aber die ist doch bei den Favoriten. Nee, doch nicht. Ha. 25, 18. Mein Bogen, weg damit. Und wo ist meine? Da. Super, dann setze ich die nämlich direkt mal kurz auf die 1. Damit ich nicht immer hier in dieses blöde Menü rein muss. Da. Zack. 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 Gold nehme ich mit. So. Jetzt, da sie erledigt sind, müssen wir den Torpor finden. Wie genau sieht das Ding aus? Er sollte sich in einer kleinen Flasche befinden und wie ein Trank aussehen. Super Beschreibung. Vielleicht ein bisschen ich detaillierter. Ich werde hier mit der Suche beginnen. Der Torpor müsste in einer großen Flasche mit dunkler Flüssigkeit sein. Das ist schon besser. Zieh mir, wenn ihr sie findet. Ja, bringe ich euch, wenn ich sie finde. Das waren echt viele auf einmal gerade. Das hätte auch ins Auge gehen können. Goldener Saphirring, nice. Das Buch der Daedra. Bier, Flaschen, Trankmischerbeutel. Was ist hier denn noch so drin? Nehme ich. Nehme ich auch. Ach, Knoblauch jetzt gerade nicht. Hey. Manny Marco, König der Würmer. Yeah, Alchemie verbessert. Schmetterlingsflügel und Mondfalterflügel. Ja, mein Sohn, wie kann ich euch helfen? Na, hier noch irgendwas? Nein. Heilung. Was ist das denn? Rohes Hockerfleisch? Nein, möchte ich nicht. Das kann ich alles mitnehmen. Skiverschwanz. Resistenz, Blitz. So, und hier brauche ich mal wieder was zum Licht machen, sonst sehe ich nichts mehr.
Was hier alles so rumliegt. Interessant. Dädraherz. Oh. Riesenzeh. Ist klar. Die haben einen sehr seltsamen Sammelfimmel. Feuersalze, super. Die brauche ich doch auch noch für den Schmied. Noch mehr Feuersalze, klasse. Hexenrabenfedern. Was hier alles schon drin war, oder zumindest irgendwie... Gesundheitstränke sind immer gut. Salze der Leere. Getrocknetes Elfenohr. Irgendwie wird mir dieser komische Turm hier immer suspekter. Noch ein Riesenzeh. Trollfett. Ferminas Torpor! Ich hab den Trank gefunden! Erandur. Erandur? Da steht er. Hier. Ja, mein Sohn? Der Trank. Wie kann ich euch helfen? Ich bin erleichtert, dass ihr eine unbeschädigte Flasche gefunden habt. Hier sieht es aus, als wären Orks auf Plündertour gewesen. Ein bisschen vielleicht, ja. Bis hierhin habe ich uns gebracht. Aber den Rest des Weges müsst ihr uns führen. Trinkt. Trinkt. Jetzt? Wirklich? Unbedingt? Das Schicksal von Dämmerstern liegt in dieser winzigen Flasche. Je länger wir warten, desto mehr Schaden kann Vermina diesen armen Leuten zufügen. Ich verstehe euer Zögern, aber ich verspreche euch, dass es funktionieren wird. Na, wenn du das sagst. Machen wir weiter. Es gibt noch viel zu tun. Alles klar, jetzt bin ich bis hierhin gekommen, also kann ich es jetzt auch trinken. Torpor. Da ist er. Ja, ihr Lieben. Runter damit. Mal gucken, was passiert. Die Orks sind ins Allerheiligste eingedrungen, Bruder Waren. Wir müssen durchhalten. Der Schädel darf ihnen nicht in die Hände fallen. Scheiße! Aber es sind nur noch eine Handvoll von uns übrig, Bruder. Dann haben wir keine Wahl. Das Miasma muss freigesetzt werden. Das Miasma? Aber, Bruder... Es gibt keine Alternative. Es ist Verminas Wille. Und was ist mit euch, Bruder Kasimir? Seid ihr bereit, dem Willen von Vermina zu dienen? Ich habe meinen Seelenfrieden gefunden. Ich bin bereit. Dann ist es entschieden. Bruder Kasimir, ihr müsst die Barriere aktivieren und das Miasma freisetzen. Lasst euch von nichts davon abhalten. Bruder Torek, wir müssen hierbleiben und den Schädel, falls nötig, mit unserem Leben verteidigen. Einverstanden. Bis zum Tod. Dann soll es geschehen. Lebt wohl, meine Brüder. Ja, lebt wohl, meine Brüder. Aha. Hackt sie alle nieder. Wo geht's denn hier weiter? Und ich hab schon gegen schlechtere Gegner als euch gekämpft. Nicht mich angreifen, nicht mich angreifen. Mach ihn fertig. Jetzt ist auch noch mein Torch alle, meine Fackel. Ist da jemand? Ah, hier komme ich der Barriere näher, wa? Ha! Mir erstmal loslassen. Ja, dann, weg damit. Uh.
Hey, da steht Erandur. Ich bin wieder im Ich. Im Jetzt, meine ich. Entferne die magische Barriere. Juhu! Es hat funktioniert! Krass, Typ! Alles klar. Du scheinst tatsächlich Ahnung zu haben und hier was gegen ausrichten zu wollen. Es hat funktioniert. Mara sei gepriesen. Nachdem ihr den Torpor getrunken habt, seid ihr verschwunden und auf der anderen Seite wieder aufgetaucht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Auch nicht. Das war ganz schön krass. Es war, als ob ich wirklich da gewesen bin. Wie ich euch beneide. Es muss spannend sein, die Geschichte mit den Augen eines anderen zu sehen. Naja. Aber ich habe mich damit abgefunden, über diese Wunder im Rahmen meiner Erforschung des Schädels nur zu lesen. Spannend wäre vielleicht nicht das Wort, das ich benutzt hätte, aber gut, reden wir später. Weiter geht's. In der Tat. Meine Verehrung für Verminas Machenschaften sollte unsere Mission nicht gefährden. Ich entschuldige mich. Akzeptiert. Das Allerheiligste liegt vor uns. Wir müssen zum Schädel gelangen und den Problemen Dämmersterns ein Ende bereiten. Geht voran. Jawohl, ich gehe voran. Wir müssen zum Schädel und ihn zerstören. So, da stehen doch bestimmt noch ein paar von wieder auf, oder? Da steht schon der erste auf. Bleibst du liegen? Du sollst liegen bleiben. Bleib liegen. Geht doch. Mit einem Schlag. Das ging schnell. Seelenstein. Könnt ihr nicht gewinnen! Boah. Das war schon alles? Wirklich? Stirb, Ork! Nice! Falsche Taste? Ich wollte mich eigentlich nur heilen. Gold. Boah, der hat ja richtig viel Gold dabei. Nicht schlecht. Was ist das denn? Vermina-Robe. Nö, die möchte ich nicht nehmen. Verminas Devotion. 775 Gewicht 1. Das nehme ich doch mal glatt mit. Was genau ist denn das, dieses Verminas Devotion? Oder Devotion? Hä? Okay, finde ich nicht. Dann nicht. Heilung, Heilung. Geldbeutel! Hier sind auch überall Ratten. Na weiter, Erandur. Bleibt ihr brav liegen? Ihr bleibt brav liegen. Vielen Dank. Der aber nicht. Wow. Ich muss mich nochmal kurz heilen. Stirb. Stirb! Stirb! Boah! Der war aber nochmal richtig stark, ey. Hm.
Hm, dafür hat er auch wieder richtig schön viel Gold dabei. Dwemer-Axt. Nicht schlecht. Nordmeet. Seelenstein-Fragmente. Die nehme ich doch glatt wieder mit. Da oben ist der Stein. Der Schädel, meine ich. Das heißt, davor müssten noch meine beiden Brüder sein, wenn ich jetzt... Wartet. Ich wusste es doch. Wären, Torek, ihr lebt. Dafür habt ihr keinen Dank verdient, Kasimir. Ach, durch seine Diesen Augen habe ich geguckt. Nutze ich nicht mehr. Ich bin Erandur, Priester von Mara. Ihr seid ein Verräter. Ihr habt uns zurückgelassen und seid geflohen, bevor das Miasma auf euch wirken konnte. Nein, ich hatte Angst. Ich war nicht bereit zu schlafen. Ich habe genug von euren Lügen. Ich kann nicht zulassen, dass ihr den Schädel zerstört, Priester von Mara. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Sie gehört mir. Alles klar. Was haben wir denn hier noch so? Nehme ich doch mal das hier. Ach, dafür habe ich wahrscheinlich nicht genug. Aha. Fuck. So, wo ist der Typ hin? Da vorne. Wo sind denn jetzt die anderen hin? Du stirbst jetzt erstmal. Stirb, Torek. Ich sagte, stirb. Geht doch. Wo ist der andere jetzt hin? Elfenschwert. Nee, das darfst du gerne behalten. Wo ist der Typ denn hin? Sind die weggelaufen oder was? Da hinten steht er. Ich kannte Veren und Torek. Sie waren meine Freunde. Ist das die Strafe für meine Vergangenheit? Ist es Maras Wille, mich so zu quälen? Hm. Naja, die wollten uns immerhin umbringen. Und hätten sie Erfolg gehabt, wäre Dämmersterns Schicksal besiegelt gewesen. Ihr habt eine einzigartige Sicht der Dinge, mein Freund. Vielen Dank. Es wird Zeit. Wir müssen den Schädel zerstören. Wenn ihr einen Schritt zurücktretet, führe ich das mir von Lady Mara gewährte Ritual aus. Na dann bitte. Zuerst eine Beschwörung, um die Barriere zu entfernen. Was waren... Wow, Schaden 36, Wert 2500. Das nehme ich doch mal glatt mit. So, jetzt bin ich gespannt, wie er das Ding zerstört. Aber hier hinten rechts war noch eine Truhe, ne? Da gehe ich doch als erstes mal hin. Gold, yeah! Halskette des geringen Schlossknackens, super! Seelenstein, Zauberbuch, Blitzrune. Auch gut. So, dann bitte, Erandur. Oder Kasimir, oder wie immer du auch heißen magst. Ich rufe euch an, Lady Mara. Der Schädel hungert, er sehnt sich nach Erinnerungen und fügt ihnen neue Albträume hinzu. Gewährt mir die Kraft, diese Barriere zu durchbrechen und den Schädel in die Tiefen des Reichs des Vergessens zu schicken. Er betrügt euch. Ja. Wenn das Ritual vollendet ist, wird der Schädel frei sein. Und dann wird sich Erandur gegen euch wenden. Schnell! Tötet ihn jetzt! Tötet ihn und beansprucht den Schädel für euch. Vermina befiehlt es euch. Vermina befiehlt? Vermina ist eine Daedra. Daedras sind schlecht, Daedra lügen. Erandur hat bisher Wort gehalten.
Oh Gott, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Nein, ich lass ihn leben. Ich lass ihn leben. Der hat mich bisher noch nicht angelogen. Außer das eine Mal am Anfang, aber... Oh, bitte, 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 sei nicht böse. Das, war unspektakulär. Erandur? Verzeiht mir, wenn ich nicht erleichtert wirke. Der Tempel hat seinen Tribut von mir gefordert. Und, das war's jetzt, oder was? Ja, der Schädel wurde zerstört und Dämmerstern ist sicher. Ich habe im Vorzimmer, das wir betreten haben, einen kleinen Schrein für Mara errichtet. Meine Absicht war es, den Rest meiner Tage hier zu verbringen, die Vergangenheit zu begraben und um Vergebung zu beten. Doch stattdessen möchte ich euch nun meine Dienste anbieten. Wenn ihr mit mir reisen wollt, bin ich hier. Wow. Vielen Dank, Erandur. Ihr müsst mir nicht danken. Ihr habt etwas für die Bewohner von Dämmerstern getan. Wenn jemandem Dank gebührt, dann euch. Wow. Wir haben Dämmerstern gerettet. Coole Nummer. Na dann, würde ich sagen, gehen wir hier wieder raus und gucken mal, ob Lydia draußen noch auf uns wartet. Nichts Interessantes mehr hier. Hier vielleicht noch? Ja. Yeah. Na, das war ja mal eine Queste. Die war auf jeden Fall interessant. Oh, und noch eine zuhe Truhe. Zuhe Truhen sind auch immer interessant. Das war einfach. Und direkt noch Schlossklacken verbessert. Vulkanglasstreitkolben. Nochmal 18 Gewicht. Kann ich das überhaupt noch tragen? Nein, ich wusste es. Mal kurz ins Inventar gehen. Düsterklinge. Ach, das habe ich ja auch noch dabei. Das muss ich erstmal wieder loswerden an die Frau in Riften noch. Wie hieß sie nochmal? Die Löwin. Mjoll. Orkischer Bogen der Verminderung. Ravensbogen. Wie viel bin ich denn überhaupt drüber? 15. Das ist nicht so geil. Ja, die scheiß Drachenschuppen wiegen so viel. Den kann ich auf jeden Fall mal wegwerfen. Höhlenbärenpelz. Auch 3. Auch weg damit. Wiegen alle 1. Wie viel bin ich noch drüber? 6 noch. Dann fliegen die noch raus hier. So, und schon kann ich wieder laufen. Wunderbar. Wolfspelze finde ich überall. Dann nichts wie raus hier. Das war auf jeden Fall mal eine echt interessante Queste hier. So. Jetzt gucke ich nochmal nach dem Schrein von Mara, der hier noch sein soll. Tatsache! Er hat nicht gelogen. Die Prüfungen der heiligen Alessia. Aha. Dann, lass ich mir doch noch den Segen geben. Ihr Lieben, was für eine interessante Folge. Ich danke euch fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Tschüssi.